Die schockierende Wahrheit ist, jeder dritte Deutsche leidet an einem Mikronährstoffmangel, ohne es überhaupt zu wissen. Stell dir vor, dein Körper sendet dir seit Monaten Warnsignale, aber du überhörst sie einfach. Du fühlst dich ständig erschöpft, deine Haare fallen mehr aus als gewöhnlich und deine Nägel brechen schneller als je zuvor. Was, wenn ich dir sage, dass all diese Symptome auf einen gefährlichen Mangel hinweisen könnten, der deine Gesundheit Tag für Tag untergräbt? Eine aktuelle Studie des Robert-Koch-Instituts zeigt erschreckende Zahlen. Über 30% der Deutschen haben einen nachweislichen Vitamin-D-Mangel. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Heute zeige ich dir die versteckten Anzeichen, die auf einen Mikronährstoffmangel hinweisen können und wie du sie richtig deutest, bevor es zu spät ist. Die Medizinische Hochschule Hannover hat in einer bahnbrechenden Studie aus dem Jahr 2023 herausgefunden, dass die Anzahl der Menschen mit Mikronährstoffmängeln in den letzten 10 Jahren dramatisch gestiegen ist. Der Hauptgrund dafür? Unsere moderne Ernährung und Lebensweise. Aber bevor wir tiefer in die Details einsteigen, lass uns verstehen, was Mikronährstoffe überhaupt sind und warum sie so wichtig für unseren Körper sind. Stell dir deinen Körper wie ein hochkomplexes Uhrwerk vor. Jedes kleine Zahnrad muss perfekt funktionieren, damit die Zeit richtig angezeigt wird. Genauso verhält es sich mit den Mikronährstoffen in deinem Körper. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind die stillen Helden, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft. Sie steuern lebenswichtige Prozesse wie deine Energiegewinnung, den Aufbau deiner Knochen, die Funktion deines Immunsystems und sogar deine Stimmung. Das Problem ist nur, dein Körper kann die meisten dieser Stoffe nicht selbst herstellen. Er ist darauf angewiesen, dass du sie ihm über die Nahrung zuführst. Und genau hier liegt der Haken. Eine Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hat gezeigt, dass unsere Lebensmittel heute deutlich weniger Nährstoffe enthalten als noch vor 50 Jahren. Ein Apfel von heute hat nur noch etwa 50% des Vitamin-C-Gehalts eines Apfels aus den 1970er Jahren. Erschreckend, oder? Aber das ist erst der Anfang. Die intensive Landwirtschaft, lange Lagerzeiten und industrielle Verarbeitung unserer Lebensmittel tragen dazu bei, dass wir immer mehr essen müssen, um den gleichen Nährwert zu erhalten. Doch es kommt noch schlimmer. Stress, Umweltgifte und bestimmte Medikamente können den Bedarf an Mikronährstoffen zusätzlich erhöhen oder ihre Aufnahme im Körper behindern. Eine Studie der Universität München hat nachgewiesen, dass chronischer Stress den Vitamin-C-Bedarf um bis zu 40% erhöhen kann. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der Fastfood und stark verarbeitete Lebensmittel an jeder Ecke verfügbar sind. Diese liefern zwar schnelle Energie in Form von Kohlenhydraten und Fetten, sind aber oft arm an lebenswichtigen Mikronährstoffen. Die gute Nachricht ist, du kannst etwas dagegen tun. Aber dafür musst du zunächst lernen, die Warnsignale deines Körpers richtig zu deuten. In den nächsten Minuten werde ich dir die häufigsten Anzeichen für einen Mikronährstoffmangel zeigen und dir erklären, wie du sie erkennen und beheben kannst. Du wirst überrascht sein, wie viele dieser Symptome du vielleicht schon kennst oder sogar selbst erlebst. Eines der ersten und häufigsten Anzeichen für einen Mikronährstoffmangel ist chronische Müdigkeit. Eine Studie der Charité Berlin aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass bei 80% der Patienten, die über anhaltende Erschöpfung klagten, ein signifikanter Mangel an Vitamin B12 oder Eisen festgestellt wurde. Aber Vorsicht! Müdigkeit allein ist noch kein eindeutiger Beweis. Es kommt auf die Begleiterscheinungen an. Wenn du zum Beispiel trotz ausreichend Schlaf ständig erschöpft bist und dich zusätzlich schlapp und antriebslos fühlst, könnte ein Eisenmangel dahinter stecken. Das Tückische daran ist, dass sich ein Eisenmangel oft erst bemerkbar macht, wenn die Speicher bereits weitgehend geleert sind. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit etwa 2 Milliarden Menschen von einem Eisenmangel betroffen sind. Besonders gefährdet sind Frauen im gebärfähigen Alter, Vegetarier und Veganer. Ein weiteres häufiges Symptom, das viele Menschen einfach ignorieren, sind brüchige Nägel und stumpfes, kraftloses Haar.
Neue Forschungsergebnisse der Universität Hamburg zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen dem Zustand unserer Nägel und dem Biotinstatus im Körper. Biotin, auch als Vitamin B7 bekannt, ist essentiell für gesunde Nägel und Haare. Aber nicht nur Biotin spielt hier eine Rolle. Auch ein Zinkmangel kann zu brüchigen Nägeln und Haarausfall führen. Eine Langzeitstudie an der Universität Düsseldorf hat nachgewiesen, dass bei 67% der Patienten mit kreisrundem Haarausfall ein deutlicher Zinkmangel vorlag. Konzentrationsschwierigkeiten und Stimmungsschwankungen sind weitere Warnsignale, die oft unterschätzt werden. Die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaften zeigen, dass unser Gehirn besonders empfindlich auf einen Mangel an bestimmten Mikronährstoffen reagiert. Ein Vitamin-D-Mangel zum Beispiel wird immer häufiger mit Depressionen in Verbindung gebracht. Eine groß angelegte skandinavische Studie mit über 10.000 Teilnehmern hat gezeigt, dass Menschen mit niedrigen Vitamin-D-Werten ein um 50% höheres Risiko haben, an einer Depression zu erkranken. Aber auch die B-Vitamine spielen eine entscheidende Rolle für unsere mentale Gesundheit. Besonders Vitamin B12 ist hier hervorzuheben. Ein Mangel kann zu Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit und sogar zu Depressionen führen. Das Problem? Gerade ältere Menschen und Menschen, die sich pflanzlich ernähren, haben ein erhöhtes Risiko für einen B12-Mangel. Eine aktuelle Studie der Universität Heidelberg zeigt, dass etwa 40% der über 65-Jährigen nicht ausreichend mit Vitamin B12 versorgt sind. Ein weiteres unterschätztes Symptom ist eine erhöhte Infektanfälligkeit. Wenn du bemerkst, dass du häufiger krank wirst als früher oder dass Erkältungen bei dir länger dauern als bei anderen, könnte das auf einen Mangel an immunstärkenden Mikronährstoffen hinweisen. Zink und Vitamin C spielen hier eine Schlüsselrolle. Eine Meta-Analyse von über 100 Studien hat ergeben, dass eine ausreichende Zinkversorgung die Dauer einer Erkältung um durchschnittlich 33% verkürzen kann. Auch Hautprobleme können ein Hinweis auf einen Mikronährstoffmangel sein. Trockene, schuppige Haut oder vermehrte Akne können auf einen Mangel an Vitamin A, Zink oder Omega-3-Fettsäuren hindeuten. Die Dermatologische Klinik der Universität München hat in einer Studie nachgewiesen, dass bei 60% der Patienten mit chronischen Hautproblemen mindestens ein relevanter Mikronährstoffmangel vorlag. Hier ist der dritte Teil des Skripts. Besonders alarmierend ist, dass viele dieser Mängel sich gegenseitig verstärken können. Ein Beispiel: Ein Vitamin-D-Mangel kann die Aufnahme von Kalzium behindern, was wiederum zu einer schlechteren Knochengesundheit führt. Die Universität Gießen hat in einer Langzeitstudie dokumentiert, dass Menschen mit einem Vitamin-D-Mangel ein dreifach höheres Risiko für Osteoporose haben. Aber das ist noch nicht alles. Neueste Forschungen zeigen, dass Vitamin D auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung unseres Immunsystems spielt. Was viele nicht wissen, auch Muskelkrämpfe, besonders nachts, können auf einen Mangel an Magnesium oder Kalium hinweisen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat festgestellt, dass fast 75% der Bevölkerung die empfohlene Tagesdosis an Magnesium nicht erreichen. Ein chronischer Magnesiummangel kann nicht nur zu Krämpfen führen, sondern auch zu Herzrhythmusstörungen und erhöhtem Blutdruck. Eine Studie der Universität Würzburg hat sogar einen Zusammenhang zwischen Magnesiummangel und einem erhöhten Risiko für Diabetes Typ 2 nachgewiesen. Besonders tückisch sind die Anzeichen eines Seelenmangels. Dieses wichtige Spurenelement ist entscheidend für die Funktion der Schilddrüse und unser Immunsystem. Deutsche Böden sind von Natur aus seelenarm, was dazu führt, dass auch unsere heimischen Lebensmittel wenig Seelen enthalten. Eine Untersuchung des Bundesinstituts für Risikobewertung zeigt, dass etwa 30% der Deutschen nicht ausreichend mit Seelen versorgt sind. Die Symptome eines Seelenmangels sind oft unspezifisch. Müdigkeit, erhöhte Infektanfälligkeit und brüchige Nägel können Hinweise sein. Ein weiteres häufig übersehenes Problem ist der Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Obwohl sie streng genommen keine Mikronährstoffe sind, spielen sie eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit. Die aktuelle Forschung zeigt immer deutlicher, wie wichtig diese Fettsäuren für unser Gehirn, unser Herz und unser Immunsystem sind.
Eine große europäische Studie hat gezeigt, dass Menschen mit einem ausgewogenen Omega-3-Status ein um 25% geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Was die Situation noch komplizierter macht. Viele Menschen nehmen Medikamente ein, die die Aufnahme von Mikronährstoffen behindern können. Zum Beispiel können Magensäureblocker, die häufig gegen Sodbrennen eingesetzt werden, die Aufnahme von Vitamin B12 und verschiedenen Mineralstoffen erschweren. Die Einnahme der Antibabypille kann den Bedarf an B-Vitaminen erhöhen. Eine Studie der Universität Mainz hat gezeigt, dass Frauen, die hormonelle Verhütungsmittel nehmen, häufiger einen Mangel an Vitamin B6, B12 und Folsäure aufweisen. Auch chronischer Stress kann zu einem erhöhten Verbrauch an Mikronährstoffen führen. Unter Stress verbraucht unser Körper mehr Vitamin C, B-Vitamine und Magnesium. Gleichzeitig führt Stress oft dazu, dass wir uns schlechter ernähren und mehr zu Fertigprodukten greifen. Ein Teufelskreis entsteht. Der erhöhte Bedarf trifft auf eine schlechtere Versorgung. Die Folge? Unsere Mikronährstoffspeicher werden zunehmend geleert. Aber wie können wir nun einen Mikronährstoffmangel sicher erkennen und vor allem, was können wir dagegen tun? Die gute Nachricht ist, dass moderne Blutuntersuchungen sehr präzise Aussagen über unseren Mikronährstoffstatus ermöglichen. Ein umfassendes Screening kann die Versorgung mit den wichtigsten Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen aufzeigen. Die schlechte Nachricht: Die Kosten für solche Untersuchungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen meist nur übernommen, wenn bereits konkrete Beschwerden vorliegen. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte im Verständnis der optimalen Versorgung mit Mikronährstoffen gemacht. Was früher als ausreichend galt, wird heute oft als suboptimal eingestuft. Ein Beispiel ist Vitamin D. Während früher Werte von 20 Nanogramm pro Milliliter Blut als ausreichend galten, empfehlen Experten heute Werte zwischen 40 und 60 Nanogramm. Eine Studie der Universität Freiburg hat gezeigt, dass Menschen mit diesen höheren Werten nicht nur seltener an Infekten erkranken, sondern auch ein geringeres Risiko für verschiedene chronische Erkrankungen haben. Besonders interessant sind die neuesten Erkenntnisse zur personalisierten Mikronährstoffversorgung. Jeder Mensch hat aufgrund seiner genetischen Ausstattung, seines Lebensstils und seiner Ernährungsgewohnheiten einen individuellen Bedarf. Ein Beispiel ist der MTHFR-Genpolymorphismus, der bei etwa 30% der Bevölkerung vorkommt und zu einem erhöhten Bedarf an Folsäure führt. Die Universität Bonn hat nachgewiesen, dass Menschen mit dieser genetischen Variation bis zu 50% mehr Folsäure benötigen, um den gleichen Versorgungsstatus zu erreichen wie Menschen ohne diese Variation. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bioverfügbarkeit von Mikronährstoffen. Es reicht nicht, einfach nur die richtigen Lebensmittel zu essen oder Supplemente einzunehmen. Entscheidend ist, wie gut unser Körper die Nährstoffe aufnehmen und verwerten kann. Vitamin C zum Beispiel wird besser aufgenommen, wenn es zusammen mit Flavonoiden vorkommt, wie sie in Zitrusfrüchten natürlicherweise enthalten sind. Eisen wird besser verwertet, wenn gleichzeitig Vitamin C zugeführt wird. Eine Studie der Technischen Universität München hat gezeigt, dass die Eisenaufnahme um bis zu 300% gesteigert werden kann, wenn zum eisenreichen Essen Vitamin C konsumiert wird. Die Art der Zubereitung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Viele Mikronährstoffe sind hitzeempfindlich oder werden durch lange Lagerung zerstört. Vitamin C zum Beispiel kann durch Kochen zu großen Teilen verloren gehen. Eine Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hat gezeigt, dass Gemüse durch falsche Zubereitung bis zu 85% seines Vitamin-C-Gehalts verlieren kann. Andere Nährstoffe wie Lycopin aus Tomaten werden durch Erhitzen sogar besser verfügbar. Auch die Kombination verschiedener Lebensmittel kann die Aufnahme von Mikronährstoffen beeinflussen. Oxalsäure in Spinat kann zum Beispiel die Aufnahme von Calcium behindern. Phytinsäure in Vollkornprodukten kann die Aufnahme von Mineralstoffen erschweren. Eine kluge Kombination von Lebensmitteln ist daher entscheidend für eine optimale Versorgung. Die Frage, die sich jetzt viele stellen: Reicht eine ausgewogene Ernährung aus oder brauchen wir zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel? Die Antwort der Wissenschaft ist differenziert.
Eine aktuelle Meta-Analyse der Universität Hohenheim hat gezeigt, dass selbst Menschen, die sich sehr bewusst ernähren, oft Schwierigkeiten haben, ihren Bedarf an allen Mikronährstoffen ausschließlich über die Nahrung zu decken. Besonders kritisch sind Vitamin D, Jod, Selen und bei Vegetariern und Veganern zusätzlich Vitamin B12 und Eisen. Die Qualität unserer Lebensmittel spielt dabei eine entscheidende Rolle. Durch intensive Landwirtschaft, lange Transportwege und Lagerung verlieren viele Lebensmittel wichtige Nährstoffe. Ein Vergleich der Universität Kassel hat gezeigt, dass Obst und Gemüse heute durchschnittlich 30-50% weniger Mineralstoffe enthält als noch vor 50 Jahren. Dazu kommt, dass viele Menschen aus Zeitgründen zu stark verarbeiteten Lebensmitteln greifen, die zwar satt machen, aber oft arm an Mikronährstoffen sind. Besonders interessant sind die Ergebnisse einer Langzeitstudie der Universität Kiel. Menschen, die regelmäßig Vollkornprodukte, verschiedenfarbiges Gemüse und Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse und fetten Seefisch essen, haben deutlich bessere Mikronährstoffwerte im Blut. Aber selbst in dieser Gruppe erreichten nur etwa 60% die optimalen Werte für alle wichtigen Mikronährstoffe. Das zeigt, eine gute Ernährung ist die Basis, aber manchmal braucht es mehr. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der erhöhte Bedarf in bestimmten Lebensphasen. Schwangere und stillende Frauen, Sportler, ältere Menschen und Menschen mit chronischen Erkrankungen haben oft einen deutlich höheren Bedarf an bestimmten Mikronährstoffen. Eine Studie der Sporthochschule Köln hat gezeigt, dass Leistungssportler bis zu 100% mehr Vitamin C, Magnesium und B-Vitamine benötigen als Menschen mit sitzender Tätigkeit. Die gute Nachricht ist, es gibt effektive Strategien, um einer Unterversorgung vorzubeugen. Eine davon ist das Rainbow Eating, also das bewusste Essen von verschiedenfarbigen Obst- und Gemüsesorten. Jede Farbe steht für bestimmte Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Rote Lebensmittel wie Tomaten und Paprika sind reich an Lycopin. Grünes Gemüse enthält viel Folsäure und Chlorophyll. Orange Früchte und Gemüse sind reich an Beta-Carotin. Eine weitere wichtige Strategie ist die richtige Zubereitung und Kombination von Lebensmitteln. Zum Beispiel wird das Eisen aus pflanzlichen Quellen besser aufgenommen, wenn gleichzeitig Vitamin C zugeführt wird. Eine Portion Haferflocken mit frischen Beeren ist daher nicht nur lecker, sondern auch nährstofftechnisch sinnvoll. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, täglich mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse zu essen, wobei eine Portion etwa einer Handvoll entspricht. Wenn eine Supplementierung notwendig ist, ist die Qualität der Präparate entscheidend. Die Stiftung Warentest hat in einer umfangreichen Untersuchung festgestellt, dass es große Unterschiede in der Bioverfügbarkeit verschiedener Präparate gibt. Besonders wichtig ist die Form, in der die Mikronährstoffe vorliegen. Zum Beispiel wird Magnesium als Zitrat besser aufgenommen als Oxid. Bei Vitamin B12 sind die aktiven Formen Methylcobalamin oder Adenosylcobalamin, den häufig verwendeten Cyanocobalamin, vorzuziehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Dosierung. Mehr ist nicht immer besser. Eine Überdosierung bestimmter Mikronährstoffe kann sogar schädlich sein. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat klare Obergrenzen für die tägliche Aufnahme festgelegt. Besondere Vorsicht ist bei fettlöslichen Vitaminen wie Vitamin A und D geboten, da diese sich im Körper anreichern können. Eine aktuelle Studie der Universität Leipzig warnt vor der unkontrollierten Einnahme hochdosierter Präparate ohne vorherige Bestimmung des individuellen Bedarfs. Die Zukunft der Mikronährstoffversorgung liegt in der Personalisierung. Moderne Diagnostikmethoden ermöglichen es, den individuellen Bedarf immer genauer zu bestimmen. Genetische Tests können Hinweise auf einen erhöhten Bedarf bestimmter Nährstoffe geben. Die Technische Universität München entwickelt derzeit sogar einen Sensor, der kontinuierlich den Vitamin-C-Status im Körper messen kann. Solche Technologien werden es in Zukunft ermöglichen, die Versorgung mit Mikronährstoffen noch gezielter zu optimieren. Besonders spannend sind die neuesten Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Mikronährstoffen und unserem Mikrobiom. Die Bakterien in unserem Darm spielen eine wichtige Rolle bei der Aufnahme und Verwertung von Nährstoffen. Eine gesunde Darmflora kann sogar bestimmte B-Vitamine selbst produzieren.
Die Universität Göttingen hat nachgewiesen, dass Menschen mit einer vielfältigen Darmflora Mikronährstoffe besser aufnehmen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, ein Mikronährstoffmangel ist heute leider keine Seltenheit mehr, aber wir haben die Werkzeuge und das Wissen, um ihn zu erkennen und zu beheben. Der erste Schritt ist, die Warnsignale des Körpers ernst zu nehmen. Der zweite Schritt ist eine bewusste, nährstoffreiche Ernährung. Und wenn das nicht ausreicht, kann eine gezielte Supplementierung sinnvoll sein, aber immer unter Berücksichtigung des individuellen Bedarfs und im besten Fall nach Rücksprache mit einem Ernährungsmediziner. Die Forschung macht täglich neue Entdeckungen über die Bedeutung von Mikronährstoffen für unsere Gesundheit. Je mehr wir darüber lernen, desto deutlicher wird, eine optimale Versorgung mit diesen lebenswichtigen Substanzen ist ein Schlüssel zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Was denkst du über dieses wichtige Thema? Schreib es in die Kommentare. Dieser umfassende wissenschaftliche Dokumentarfilm hat dir hoffentlich geholfen, die Bedeutung von Mikronährstoffen besser zu verstehen und erste Schritte zur Optimierung deiner eigenen Versorgung zu unternehmen.